1906 Stipendium an der Kunst- und Gewerbeschule und Mitarbeiter der Wiener Werkstätten. Ab 1910 Mitarbeiter an der Kunstzeitschrift Der Sturm in Berlin. 1915 Kriegsfreiwilliger und schwere Verwundung. Von 1919 bis 1924 Professur an der Dresdner Kunstakademie. Vertrag mit Paul Kassierer und ausgedehnte Reisen. Notjahre in Paris und Wien. 1934 Emigration nach Prag, Verfolgung als entarteter Künstler und Flucht nach England. 1946 Heimkehr nach Österreich. 1956 Orden pour le Mérite der Bundesrepublik, 61 Erasmuspreis. Lebt in seinem Haus in Villeneuve am Genfersee in der Schweiz. So geht's nicht. Man kann nicht mit Daten hantieren. Ich habe überhaupt kein Zeitbewusstsein. Ich weiß nur, dass um die Jahrhundertwende eine sehr stürmische geistige Bewegung war. Ich komme aus Wien, ne? Also in Österreich. Da war die Sezession gegründet und da war Jugendstil. Man hat plötzlich aus England, die Glasgow Boys und so weiter, hat man gehört, die Russell Dreck hatte große Ausstellung gehabt. Aber ich war ein Schüler in der Kunstgewerbeschule und habe plötzlich darunter gelitten, dass dieser ganze Unterricht in einer langweiligen Weise tötet, was ich eigentlich mitgebracht habe. Ich wollte das Erlebnis. So habe ich mir von meinem Lehrer Zeschka, der hier in Hamburg auch später viele Jahre wunderbar gewirkt hat, von immer beten, dass ich allein arbeiten durfte, in einer Art Einzelkammer, mit Kindern, die ich mir gesucht habe von der Straße, das waren Akrobatenkinder, und machte mit ihnen Bewegungsstudien, blitzschnelle Beobachtung. Das habe ich von Japanern gelernt. Zur selben Zeit wusste ich aber, dass die Künstler plötzlich weg wollten aus dieser technischen Zivilisation, dieser Zivilisation entrinnen wollten. Sie haben genug gehabt davon. So ist der eine, ist nach Gauguin ist nach Tahiti gegangen, andere Leute haben nachgeforscht in alten Kulturen, in vergangenen Kulturen, Buschmänner, Kongo, Negerkunst, Inka. Plötzlich waren sie alle, wollten sie Fremde werden und Europa vergessen. Und da habe ich gedacht, das geht doch nicht. Man kann sich nicht assimilieren mit Dingen, wo man keine Wurzeln hat, mit Kulturen, wo man keine Wurzeln hat. Und da dachte ich, also ich fange an beim dort, wo ich zu Hause bin, Griechen. Griechen sind für mich immer gewesen die ersten für Europa, die den Menschen, das Individuum erfunden haben, entdeckt haben. Schauen Sie andere Kulturen an, die ägyptische Kultur oder die südamerikanischen Kulturen oder was immer, wo immer Sie suchen. Das ist immer der Gott Mensch, das ist nicht der Mensch, wie wir ihn kennen in Europa. Oder ist es der Krieger, ist auch kein, das ist nur ein Typus, aber nicht der Mensch, nicht das Individuum. Oder es ist der Unterdrückte, der Sklave. Das ist nicht Europa für mich. Jetzt habe ich nachgedacht, die Griechen, da kommt plötzlich dieser göttliche Homer, ein Dichter, von dem man eigentlich gar nichts weiß, woher er kommt und wie das überliefert ist, was von ihm ist, was nicht von ihm ist. Jedenfalls, Homer hat plötzlich so gewirkt wie ein Wunder in dieser kleinen Ecke am Balkan in Griechenland und hat ein Volk geschaffen. Plötzlich wusste jeder, also das ist ungefähr 3000 Jahre her, plötzlich hat jeder in Griechenland gewusst, Mensch zu sein. Heute vergessen wir es wieder langsam. Heute sind wir wieder Masse. Die haben also plötzlich von Homer. Und da habe ich geliebt, die Skulptur, griechischen Skulpturen. Da habe ich also gesehen, bei jedem, jetzt wieder kürzlich in München, die Ägineten. Das sind Kämpfende. Aber schauen Sie den einen an mit dem gebrochenen Auge, dann der andere, ein fallender Krieger, der den Schmerz verbeißt. Man sieht die Zähne, man sieht die Lippen. Das sind so merkwürdige Sachen, die nur ein Europäer schaffen konnte. Das haben wir alles Homer zu verdanken. Und deswegen habe ich gesagt, das ist uns. Man darf nicht so wie Beginn des 19. Jahrhunderts, man darf nicht die griechische Kunst nur als Gips
Nachahmung verstehen. Nicht als Klassizismus, was die Franzosen so gerne haben. Nicht? Es ist nicht Klassizismus, sondern es ist die Entdeckung des Menschen, des Individuums. Und das habe ich gelernt. Und deswegen habe ich diese schnellen Studien als junger Bursch gemacht, vom Menschen, vom Kleinen angefangen. Ich habe keinen Malunterricht gehabt in der Kunstgewerbeschule. Es war eine technische Schule. Und mein Direktor, der wunderbare Theatermann Alfred Roller, der hat damals gesagt, wenn er meine Zeichnung gesehen hat von den Kindern, hat er gesagt, sie müssen Assistent werden abends. Führen Sie einen Abendunterricht, einen Abendkurs. Das habe ich auch gemacht. Und dann war die erste Ausstellung auch in der Kunstschau, was ein sehr wichtiges Ereignis war für das österreichische geistige Leben. Und da habe ich ein Zimmer bekommen mit Skulpturen, mit einem großen Fresko und mit diesen Zeichnungen auch. Und zur gleichen Zeit habe ich ein Stück aufgeführt, mein erstes Theaterstück, das heute in Amerika plötzlich wieder übersetzt wird. Und man betrachtet es voran als Pionierstück für diese heutige Bewegung, UNESCO und Beck und so weiter. Aber damals war es ein ungeheurer Skandal. Und war so auch, dass die Zeitungen begonnen haben, auf mich zu hetzen und mich zu verfolgen, bis schließlich Alfred Roller sagte, wir können Sie nicht halten in der Schule als Assistent. Sie müssen verzichten darf. Man kann gegen diese Presse nicht ankämpfen. Gut, dann habe ich ja versucht, um irgendwie zu leben, Abendunterricht in einer Buchbinderschule, Gewerbeschule und so weiter. Dann kam die Wiener Werkstätte, die haben mich aufgenommen, da habe ich Ansichtskarten gezeichnet, die sehr hübsch waren. Erst musste ich versuchen, einzuschmuggeln, eine Geschichte, das war sehr wichtig. Die ganze Jugendstilbewegung damals war sehr merkwürdig, identisch mit unserer heutigen Zeit. Das Bild des Menschen war eigentlich verboten, es war tabu. Es waren Ranken, Ornamente und so weiter und so weiter, aber der Mensch durfte nicht vorkommen. Und mich hat aber immer nur der Mensch interessiert, von meinen Griechen her. Ne? Das habe ich also langsam schon in den Ansichtskarten eingeschmuggelt, Darstellung des Menschen. Und dann habe ich Bilder gemalt. Ich habe noch ich hab einen wunderbaren Freund gehabt, den möchte ich sagen, der Pionier der modernen Architektur, Adolf Loos. Der hat mich erzogen. Den habe ich eigentlich alles zu verdanken. Der hat gesagt, er hat mir eine Farm gekauft, du musst die Menschen malen, wie du sie siehst. Und ich habe also Freunde gehabt, der Karl Gauss, dieser wunderbare Satirist, dann Altenberg, dieser merkwürdige einsame Mensch, Lyriker, dann Schönberg, der erste moderne Musiker, und Anton von Webern, das waren meine Freunde, die habe ich alle gemalt, und Adolf Loos hat sich die Bilder gesammelt und hat versucht, sie irgendwo in der Welt in Museen anzubringen. Das war lange nicht möglich natürlich, aber ich habe gemalt. Dann hat er mich weggebracht aus Österreich, habe ich in die Schweiz gebracht. Schweizer war seine Frau, war eine Tänzerin, Barison, er hat sie, Barison Sisters gehört, Tänzerin, die krank war, lungenkrank. Und hat sie in der Nähe, wo ich heute wohne, in Lesin, in einer Klinik, hat sie untergebracht gehabt. Und da hat er mich auch also reingesteckt. Ich habe dann, Geld haben wir beide nicht gehabt, weder Adolf Loos noch ich. Da konnte ich also abends, habe ich ein Essen bekommen, vielleicht im Hotel, in dem Hotel. Und in einer Mansarde gewohnt, habe ich alle Leute gemalt, die dort so langsam gestorben sind. Eine Herzogin, eine französische Herzogin und so weiter. Dann Forel, der in der Nähe gewohnt hat, der gar nichts wissen wollte davon. Und den ich abends im günstigen Licht malen durfte. Und diese Bilder wurden damals alle natürlich von Loos beschützt, sonst jetzt ja verloren, jetzt ja liegen gelassen. Niemand wollte sie kaufen. Heute sind sie alle in amerikanischen Museen. Ja, das war eine sehr merkwürdige Zeit. Aber ich habe immer wieder den Menschen gebraucht, den Menschen gesucht. Und jetzt bin ich erstaunt, dass wir heute wieder in derselben Zeit sind, wo der Mensch verboten ist. Und jetzt diese armen Kinder, die auch dieser technischen, die wie in einem Käfig in dieser technischen Zivilisation leben, wo die Maschine regiert, wo der Mensch nur mehr eine Nummer wird in der Statistik, wo der Mensch im Staat, der Mensch in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr gilt, einen Zweck zu erfüllen hat, da revoltiert die Jugend, in Amerika besonders. Ne? Da haben sie jetzt aus diesem Abfall der technischen Zivilisation, aus dem Mülleimer, machen sie diese Pop-Art. Aber der Mensch ist noch immer nicht erkannt.
Und das ist immer wieder meine ewige Lehre. Geht zurück zum Menschen. Der Mensch, die menschliche Seele, da sind wir zu Hause. Die menschliche Seele ist so plastisch, die ist so entwicklungsfähig. Die hat so viel Wunder in sich. Deswegen sage ich, man kann nicht aufhören, den Menschen zu studieren. Ich hatte eine sehr glückliche Jugend genossen. Meine Eltern waren ja wunderbare Menschen. Mein Vater war aus einer alten deutschen Patrizierfamilie, Goldschmiede. Ganz lange Vergangenheit. Und der hat mir Bücher gegeben, in meiner Kindheit. Das eine war eben die Odyssee und der Trojanische Krieg. Das war eine verkürzte Ausgabe. Und das andere war Comenius. Dieser Homer war natürlich für mich etwas. Ich habe nicht verstanden, was Krieg heißt, aber diese Leichen, diese Zerstörung, dieser Brand, das hat mich so aufgeregt, dass ich damals in meiner Kindheit mit einer Freundin, Jugendfreundin, Ameisenhaufen angebrannt habe, um diese Zerstörung zu sehen. Dann habe ich mich geschämt und von Comenius wieder was anderes gesehen. Comenius war plötzlich wie ein Lehrer, der mir zeigt, dass die Menschen, das menschliche Werk, das Menschenwerk, was der Mensch alles geschaffen hat, die ganze Welt, die Länder erst, dann die Tätigkeiten des Menschen und das Geistige im Menschen. Das war in einem Buch, das merkwürdigerweise nie als Schulbuch benutzt worden ist, in einigen Sprachen mit Bildern. Erst die Bilder und dann das Wort dazu. In vier Sprachen war das. Und das hat mir den Blick zur Gesellschaft, zur Menschheit geöffnet, dass es so viele Rassen gibt, dass alle diese Menschen dasselbe wollen, dasselbe treiben, dass sie selber lieben und Handwerk, dass sie etwas tun, was schön sein kann, was sinnvoll sein kann. Also genau der Gegensatz von dem Kriegsbuch, von dem Trojanischen Krieg. Und da habe ich gedacht, ich möchte auch sein Buch machen. Natürlich wieder Adolf Loos hat mir gesagt, du schreibst jetzt einen Brief deiner Freundin. Ich habe damals ein Mädchen sehr geliebt, die sehr verehrt, sehr scheu natürlich. Und weil ich nicht gewagt habe, mit ihr zu sprechen, habe ich einen Brief schreiben wollen. Und ein Brief wird aber schnell verloren, wird zerrissen. Aber ein Buch bleibt, denn ich habe einen heiligen Respekt vor Büchern gehabt, nach diesen zwei Büchern, die ich bekommen hatte, bevor ich noch lesen konnte. So habe ich einen Brief geschrieben, ein Buch, eine Dichtung mit Bildern. Das ist mein erstes Buch, Die träumenden Knaben. Das habe ich mit 19 Jahren dann veröffentlicht. Sie hat das nie bekommen, weil wir dann aus irgendeinem Grund, ich habe sie nicht mehr erreichen können. Ja. Jetzt habe ich aber Freunde gehabt. Ne? Das Buch wurde dann schnell bei meinen Freunden bekannt. Sie haben gedacht, das wäre ein besonderer neuer. Ich wusste ja nicht, was modern heißt. Ich weiß heute noch nicht, was moderne Kunst heißt. Aber man sagte damals, das wäre neu. Und ich dachte, es wäre nicht neu. Denn mir hat noch etwas gefehlt in dem Buch. Ich habe zwar ein Selbstporträt drin gezeichnet gehabt, alles, was ich wirklich empfunden habe, aber dieses Buch hat zu wenig Raum gehabt und diesen Raum wollte ich schaffen. Da habe ich gesehen, das kann man nicht in dieser Art, es war Lithografie, farbige Lithografien, das war so rein dekorativ. Damals war ja die Zeit so eingestellt, dass man überhaupt nur, Adolf Loos hat doch diesen ungeheuren Kampf geführt gegen die falschen Attrappen. Dass alles nur Oberfläche wäre, während die Wirklichkeit, der Mensch lebt im Raum. Ne? Also habe ich gedacht, ich muss Bilder machen mit Farben, Ölbilder machen. Und meine Porträts jetzt, das ist ganz was anderes. Die Porträts sind plötzlich alle im Raum. Das habe ich auch wieder einem Erleben zu verdanken. Bei meiner ersten Aufführung von Mörderhoffen oder Frauen, so hat das Stück geheißen, mein erstes Stück, das also jetzt plötzlich wieder modern wird, nach 50 oder 60 Jahren. Nach der Aufführung mit Adolf Loos, da gingen wir in der Nacht weg von der, es war in der Kunstschau die Aufführung, in einem offenen, im Gartentheater und Mondlicht,
Ich war natürlich erregt als junger Bursch, wenn man eine Aufführung hat, war ein fürchterlicher Skandal natürlich draußen. Die Polizei musste eingreifen und so weiter. Und wir gehen mit meinem ersten Schauspieler, Reinhold, den ich gemalt habe, das war mein erstes Bild überhaupt. Ich nannte ihn auch deswegen den Transspieler. Ich ging mit ihm über den Stephansplatz unter Mond und plötzlich habe ich das Gefühl, eine Elevation, der Schatten, das Mondlicht macht Schatten über diese Steine, solche buckelige Steine. Und das ist so wie der Schatten wie ein Netz und mein eigener Schatten verschwindet. Mehr und mehr verlängert sich und ich dachte, was sei, ich war im Raum, ich schwebte im Raum. Es war natürlich eine Halluzination, die ich später, während des Kriegs, sehr viele Jahre später, wenn ich verwundert war und einen Kopfschuss hatte, als Gebrechen geäußert hat. Und damals habe ich es aber entdeckt als Halluzination. Und da habe ich gewusst, der Mensch lebt im Raum. Das war diesen Raum. Der Mensch muss sich im Raum schaffen. Und das war dann eigentlich das Neue. Denn alle Porträts, die man damals, wenn man Porträts gemacht hat, waren sie mehr oder weniger kolorierte Fotografien. Man wollte die Damen mit all ihren Perlen, die Männer mit ihren Orden, was immer sie hatten. Aber es waren eigentlich, die Fotografie kann ja keinen Raum schaffen. Das war also das Neue von mir, dass ich diese Ausstrahlung, die Aura eines Menschen im Raum gestaltet habe, unbewusst. Ich wusste ja gar nicht, ich habe keine Technik gehabt, aber es ist eben, wahrscheinlich war ich begabt in dieser Weise, in dieser Einwahl. Aber es war jedenfalls genau das Gegenteil von dem, was damals Mode war. Und ich sage, ich war immer unmodern in der Weise, es wurde immer, damals sagte man, das gibt's ja gar nicht. Die Menschen sind ja ganz anders, sie sind so, wie man sie fotografieren kann. Und komischerweise, jetzt gibt es wieder in allen diesen Kunstbüchern, die so wichtig, besonders in Deutschland, als so wichtig genommen werden von diesen Kunstpropheten, wieder heißt es, es geht von Paris aus, es gibt keinen Raum in der Malerei. Die Malerei muss zweidimensional sein. Und das kommt aber aus einer Zeit, wenn die große Barockmalerei plötzlich verloren ging, wenn ein Herr Mengs, der die erste Akademie in Rom gegründet hat, wenn er plötzlich auch so ein Kunstdiktator, wenn der behauptet hat, eine Fliege kann sich zwar am Plafond halten in seiner Kuppelmalerei, aber wie kann man Schiffe und Pyramiden und weiß ich was auf diesen Kuppelgemälden darstellen, die herunterfallen würden. Also ein Element einzuführen in die Malerei, was überhaupt nichts zu tun hat, die Logik. Malerei hat doch mit Logik nichts zu tun. Logik hat mit Mathematik zu tun, mit Zielstrebigkeit, mit Zweckdienlichkeit, aber doch nicht mit Fantasie. Und dieser Mensch hat so verheerend gewirkt, dass heute noch, also von Paris aus, die Parole, wo die Parole ausging, ein Bild muss zweidimensional sein und heute, es muss dekorativ sein, es darf nicht den Raum darstellen. Ist das nicht ein merkwürdiger, dass wir so old-fashioned sind heute, wo wir glauben, wir sind modern, mit der ganzen Maschinerie, wir fliegen im Raum, wir sprechen von Raumfahrern. Und dabei wagen wir nicht, den Raum darzustellen, der doch nichts anderes ist als eine menschliche Projektion. Der Raum ist doch nicht in Wirklichkeit da. Wer weiß, was Wirklichkeit ist. Der Raum ist doch eine menschliche Projektion, ist eine Projektion der menschlichen Fantasie. Adolf Loos hatte damals ein Haus gebaut, vis-à-vis von der Hofburg. Hofburg war doch ein Prunkbau für den Kaiser von Österreich. Österreich war damals ein ungeheures großes Reich mit der Vergangenheit von Indien bis Mexiko. Wir haben das nie vergessen gehabt. Ne? Und Loos wusste als Baumeister, man muss bescheiden sein vis-à-vis von einer solchen Vergangenheit. Muss ein bürgerliches Haus einfach sein. Also ohne Schmuck, ohne falsche Fassaden. Und dieser Loos sagte immer, er wäre nicht ein Baumeister, nicht ein Architekt, er wäre ein Maurer. Das heißt also Handwerk. Und er hat gesagt, schau, du bist ein junger Bursch. Denk, ich gebe dir einen Satz von Herder. Herder hat gesagt, man ist nicht Mensch, weil man geboren ist.
was wir heute alle glauben, nicht? Man muss zum Menschen werden, täglich. Man muss täglich neu geboren werden. Also du, geh jetzt weg, du musst die Welt sehen. Geh hinaus in die Welt, ich bring dich nach Berlin. Da brachte mich nach Berlin und da war ein junger Mann, der Freund von Karl Gauss, Herbert Walden. Der war Sekretär vom, glaube ich, Ansorgeverein. Und der hat ein kleines Blatt gehabt, ein Zwei-Seiten-Platten. Der hat meine Zeichnung gesehen, meine frühen Zeichnungen. Wir müssen es etwas ganz Neues schaffen. Wir müssen für die Jugend, die ja in den Akademien verdorrt, in der ganzen Welt, wir müssen die Jugend sammeln. Es gibt in jedem Land begabte Menschen, die genauso aus sich raus waren, sich erkennen wollen, als Menschen erkennen wollen. Wir müssen die Jugend sammeln. So haben wir dann wirklich ohne Geld, wir haben kaum die Möglichkeit gehabt, das Papier zu kaufen und jede Woche eine Nummer von dem Sturm hieß das Blatt, herauszubringen. Und in diesem Blatt haben wir alle jungen Künstler entdeckt, herausgebracht, zum ersten Mal gedruckt, die heute weltberühmt sind. Picasso, Chagall, Mazarell, weiß nicht, wie sie alle heißen, mir fanden sie im Moment Beckmann. Alles, was überhaupt heute Namen hat, haben wir damals, das waren unbekannte Menschen, junge Menschen, die nichts anderes wollten, wie ich, ihre Aussage machen können. So, diese Zeit war wirklich für mich eine der schönsten. Wir haben nichts zu essen gehabt. Während der Woche haben wir von Tee und Zwieback gelebt. Am Sonntag Aschinger Würstchen, da konnte man so viel Brot nehmen, als man wollte. Und das Problem war immer nur diese eine Mark, ich glaube es war Mark damals, für den Groschen, für das Licht, weil wir abends dort zusammensitzen wollten. Gut, und so war dieses Blatt, der Sturm, plötzlich von allen möglichen unbekannten Leuten gekauft, von Droschenkutschern, von Krämern, von Wirten, von kleinen Wirten. Und in diesem Blatt wurden gedruckt, ich habe also die Porträts gemacht von allen merkwürdigen Leuten, die plötzlich aufgetaucht waren, wie Stern am Firmament, Daimler, Yvette Gilbert, alle Menschen, die ich irgendwie nur immer hatte, erwalten, sie gefunden und influenzieren können. Er hat einen so merkwürdigen Einfluss auf Menschen gehabt, dass er wirklich jeder willig war. Das war also eine ganz große Zeit. Ich habe aber zugleich auch immer wieder gedacht, wie wie wird man Mensch? Ich habe also nicht vergessen, was Los mir sagte. Mensch ist man nicht, weil man geboren ist. Man muss immer zum Menschen neu geboren werden. Habe ich gedacht, da muss ich also nachschauen. Immer wieder Bestandaufnahmen machen. Wie schaue ich, wer bin ich selber? Es ist nicht die Nase, es sind nicht die Augen. Es ist nicht das, was der Fotograf machen kann. Es ist etwas anderes, was der Mensch ist. Auch dieses Erwachsen, dieses organische Wachsen, dieses Erweitern, das Geistige ist doch der Mensch. Und jetzt habe ich versucht, ich sagte vorhin, ich habe eine Halluzination gehabt, ein Raumgefühl, diesen Schwebezustand im Raum. Und jetzt habe ich versucht, das auch grafisch, in dem Blatt konnte man nicht mit Farben, man konnte keine farbige Reproduktion machen, sondern musste grafisch dargestellt werden. So habe ich mir erfunden, ein Achsensystem. Das war lange vor dem Kubismus. Und Kubismus macht daraus eine Theorie. Später eine Theorie, das war natürlich wieder, es war zu logisch und zu Zweck, zu geplant. Was ich meinte, war, die Aura des Menschen grafisch darzustellen, die Struktur des Raums. So, und jetzt war mir das aber nicht genug, ich wollte das in Farben machen. Jetzt habe ich mir Farben erfunden. Und das ist eigentlich mein bescheidener Beitrag zur modernen Kunst, dass mir, glaube ich, mehr oder weniger geglückt ist, das Raumgefühl in der Farbe auszudrücken. So habe ich danach nicht nur den Menschen im Raum dargestellt, sondern auch die Welt selber. Ich bin plötzlich zu den Landschaften gekommen. Die großen Landschaften, die doch auch nur Werk des Menschen sind, auch nur Projektion des Menschen. Denn es gibt ja, die Welt gibt es nicht ohne den Menschen, das dürfen wir nie vergessen. Die Welt ist doch eine Ausstrahlung, das Menschenwerk. Was wir sehen,
Das hat der Mensch geschaffen. Dessen konnte ich auch immer nur, wenn ich Städtebilder gemalt habe. Ich kann keine moderne Stadt bauen, malen, mit, die auf dem Reißbrett entstanden ist. Ich kann nur eine Stadt malen, die organisch gewachsen ist. Da ist ein Fluss meistens wie eine Lebensader durchgeht, der die Menschen sammelt, der die Menschen anzieht und sie bauen sich ihre, wie die Schwalben, ihre Nester um diese Felsen, die den Fluss begrenzen. Man sagt mir nach, ich könnte den Menschen unter die Haut sehen. Denn für mich ist nicht genug, nur die Oberflächenerscheinung. Was gibt die Retina? Die gibt eine, das, was wir heute als das Ziel betrachten, das Ziel aller Menschenbestäbung, die Oberfläche. So wie Ameisen, die auf diesem kleinen Erdball rumkriechen. Und wir merken nicht, dass wir wie auf einem Karussell mitgeschwungen werden. Da gibt es wieder einen wunderbaren Griechensatz: Mensch, erkenne ich dich selbst. Denn das geht doch alles. Was wir sehen können, soweit die konkurrierenden Weltmächte halt ihre Raumflieger in die Stratosphäre senden, sie werden nie was anderes entdecken als die Ewigkeit draußen, die immer noch weiter, noch ewiger wird und den Ruhepol in der eigenen Seele. Mensch, erkenne ich sich selbst. Mensch, du bist das Maß aller Dinge. Das haben wieder nur die Griechen gesagt. In der Zeit, wenn ich Selbstporträts gemacht habe, ich mache es immer wieder von Zeit zu Zeit, auch heute, nur nachzuprüfen, wo ist eigentlich der Mensch? Der Mensch ist nicht hier, ist nicht die Oberfläche, ist auch nicht das, was ich in der Gesellschaft sehe, nicht die heutige Zeit, wo wir glauben, wir sind am Gipfel des Fortschritts. Schauen Sie die Erde heute an. Dieselbe Uniformität über die ganze Welt, von Tokio bis Mexiko, von Südafrika bis zum Norden, dieselbe Mentalität. Und da ist der einzige Mensch, der eigentlich sehen sollte, was geschieht. Der einzige Mensch, der warnen sollte, ist der Künstler, der schaffende Künstler, der bildende Künstler. Der bildende Künstler sollte als Warnung dienen. Und deswegen bin ich fortwährend in Rebellion, deswegen bin ich fortwährend unmodern und stämme und will Künstler, will junge Menschen erziehen zum Sehen. Sehen heißt erleben. Wer sieht, erlebt, wenn er bewusst sieht. Und erlebt, sich selbst erlebt. Das heißt also, ich muss nachschauen, wer bin ich selber? Immer wieder zurückkehren zu sich selber. Bestandaufnahme von sich selber machen. Im Ersten Weltkrieg. Ich wollte aus einer Situation herauskommen. Es war eine fatale Liebe und ich habe gemerkt, ich verliere meine Freiheit. Und ich musste aus irgendeinem. Und da war der Krieg gerade für mich die gegebene Möglichkeit. Ich habe mich als Freiwilliger gemeldet, ich war Reiter, ich war viel zu töricht, mathematisch kein Sinn dafür, Artillerie, viel zu schwach, um Infanterist zu sein. Reiter. Reiter habe ich gedacht, das ist Abenteuer. Da war ich im Ersten Krieg. Ich wurde dann auch gut zusammengestochen. Und da plötzlich habe ich einen Kopfschuss, habe ich dieselbe klinisch erlebt, die ich vorher als Halluzination, Raum. Und jetzt habe ich gedacht, erst diesen Raum, ich konnte nicht gehen. Ne? Ich musste also mir von neuem eine Möglichkeit schaffen, wie man sich im Raum zurechtfindet, wie man zu einem Ziel gelangen kann. Und da habe ich diesen Raum versucht, für mich zu malen. Das sind meine großen Städtebilder. Da habe ich gedacht, wir waren erst Reiter und dann abgerüstet, haben wir Pferde verloren im Schützengraben. Und das war grauenhaft. Wie Ratten in diesen stinkenden Löchern für Jahre und Jahre. Ich habe gesagt, das halte ich nicht aus. Und wenn ich lebend rauskomme, jemals, dann höchsten Gipfel, von höchsten Häusern, übersehen, was die Menschen eigentlich treiben. Diese wahnsinnigen Menschen, die sich wie eine Hammelherde leiten lassen. Millionen von jungen Menschen, die überhaupt nicht gewusst haben, was Leben heißt, wurden geopfert für nichts. Zweimal. Und ich habe gesagt,
wenn ich wieder, wenn ich lebend herauskomme und meine Augen behalte und die, und meinen rechten Arm bewegen kann, dann werde ich mal von den höchsten Gipfeln. Und so sind meine Städtebilder entstanden und meine Landschaftsbilder. Ich kann gar nicht denken, dass ich unten von einer Straße male. Ich vertraue nicht, um in einer Straße am Bürgersteig zu gehen. Ich muss in der Mitte gehen. Ich muss links und rechts Freiheit haben. Ich muss mich bewegen können. Ich war natürlich sehr lange krank, die Gleichgewichtsstörung und dann eine Lähmung. Dann kam ich nach Dresden. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber die Jugend unterrichten. Da habe ich die, ich muss einen Schluck trinken. Was diesen jungen Leuten erzählen. Die haben mich gerufen. Ich war in Berlin, zufällig kam zurück aus Stockholm von einem Arzt, der auch nichts machen konnte. Ich glaube, alle Heilungen kann man nur selber bewerkstelligen. Also junge Leute haben mich gerufen, soll ich nach Dresden kommen, soll die Dresden Akademie mit einem großen, soll einen großen Besen mitnehmen, soll das ausbessern, sodass diese Akademie eine neue, möchte ich sagen, eine Seeschule machen. Das habe ich gemacht. Und da habe ich auch Bilder, das habe ich zum Beispiel die Auswanderer, die jetzt wiedergefunden sind nach 40 Jahren. So was Trauriges. Diese Menschen, die drei Feinde, Dr. Neuberger, der mich gerettet hat, der mich gefunden hat am Bahnhof, gerade wenn ich zurückfahren wollte zur Isonzo-Front. Er hat gesagt, nein, du bist unfähig, überhaupt noch weiter. Krieg ist für dich sinnlos. Du bist närrisch, wenn du nicht jetzt beginnst, neu aufzubauen. Jugend. Jetzt habe ich Schüler gehabt, die waren so wunderbar. Ich habe zwei oder drei, ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe. Und dann plötzlich habe ich genug gehabt davon und habe einen Kontakt gehabt mit einem wunderbaren Mann für 2 Jahre. Ich konnte reisen, wohin ich wollte. Ein Kontakt, der nie wieder vorkommen wird. Ich habe so viel Geld bekommen, ich habe nie Geld gehabt, auch nie gebraucht in meinem Leben. Aber ich habe mir so viel reisen Sie dorthin, machen Sie nichts, wenn es Ihnen nicht gefällt. Aber was Sie machen, das muss die Qualität haben, die Sie jetzt bisher gezeigt haben. Ich habe meinem Freund Paul Kassierer wirklich viel zu verdanken. Ich habe den Weg gesehen. Er hat sich leider nach 2 Jahren erschossen. Das war der einzige Vertrag, den ich in meinem Leben gehabt habe. Ein Künstler darf sich nicht binden. Ich war immer ein freier Mensch. Heute spricht man so viel von Freiheit. Und das ist ein Kaugummi-Wort geworden. Bei jedem Schlagbaum versteht man etwas anderes unter Freiheit. Für mich war Freiheit immer, mich selbst zu erkennen. Er hat mir also die Möglichkeit gegeben, Spanien, Afrika, die ganze afrikanische Küste abgewandt bis nach Griechenland. Die afrikanische Küste bis Griechenland, das ist mein Raum. Ich wollte nie weiter reisen. Ich habe keine Wurzeln in China oder im Pazifik oder in Südamerika. Das, was Europa für mich heißt, wo die Griechen Kolonien gehabt haben und die Römer Ordnung geschaffen haben, ne? Das wollte ich sehen. Was ist übrig geblieben von allen diesen großen politischen Staaten und Gründungen? Was ist übrig geblieben? Der Künstler. Ich habe meine Feinde getroffen. Von den Griechen an, die großen Museen, die großen Bauten. Dann, später, endlich die großen Flemmen. Mein heiliger Van Eyck. Dann in Italien, mein heiliger Giorgione, mein heiliger Tizian, mein heiliger Michelangelo. Immer wie ein Gespräch mit einem Du. Ich bin natürlich ein Nichts im Vergleich zu allen diesen großen Menschen. Immer wieder eine geistige Erneuerung und immer zur selben Wurzel zurückkehrend. Am Schluss Rembrandt in England. Das letzte Porträt von Rembrandt. Er ist ein so alter Mensch. Er ist krank. Er hat ein nasses Tuch über die Stirne. Wassersucht. Die Augen sind fast entleert. Der Körper ist so faul Goya hat einen wunderbaren Truthahn gemacht. Toten Vogel.
Die Haut ist tot. Und man glaubt, man kann das nicht ansehen. Es ist so voll von Verwesung. Ich war damals in England ohne Geld, im Zweiten Krieg. Ich war verzweifelt, es war im Winter. Meine Frau, die viel mutiger, viel jünger ist wie ich, die hat gesagt, wir gehen ins Museum, damit ich mich erholen könnte von der Misere. Es war wieder eine Zerstörung in der ganzen Welt. Nicht allein, dass in London Bomben gefallen sind, das war weniger wichtig. Aber dass ich hören muss, jeden Tag hat man wieder eine Stadt zerstört. Wieder eine Verwüstung, Verheerung, Verödung der Welt. Und die Welt wird immer ärmer, immer trostloser. Da hat sie gesagt, geht, schaut das Bild an. Und ich sehe das letzte Porträt von Rembrandt. Und so grauenhaft verwesen und so grauenhaft hoffnungslos und so wunderbar gemalt. Und plötzlich fällt mir ein, wenn jemand sich so sehen kann im Spiegel, auch wenn er vergeht, wie nichts, wie die Nothingness, das Nichts im Menschen, wie das doch so gewaltig sein kann, wie ein Wunder, eine solche Darstellung, da habe ich Mut gefasst. In dem Moment bin ich wieder jung gewesen. Ich habe gesagt, heiliger Rembrandt. Und ich verdanke mein ganzes Leben nur den Künstlern. Alles andere, die Geschichte, die Politik, die Ökonomie, die Produkte, die technische Zivilisation, das ist für mich an mir vorbeigegangen wie nichts. Nur die Dokumente der Künstler. Deswegen möchte ich so gerne, dass die Jugend wieder zurück, immer wieder hingeht zu diesen Dokumenten einer geistigen Gestaltung. Denn das ist die Wirklichkeit. Alles andere ist ja nicht Wirklichkeit. In jeder Generation ändert sich die Wirklichkeit. Die Welt wird immer wieder neu. Und woher kommt es? Das ist das Wunder in der Brust, in der Seele. Mein Freund Paul Gassierer hat sich erschossen. Damit war mein Vertrag zu Ende und die Reisen vorbei. Ich hatte überhaupt kein Geld dann, weil ich ja nie gespart habe und nie vorgesorgt hatte. Und da war ein Mann, der wollte ein Bild. Ich war in Paris, ich habe ein Bild gehabt. Das hat er genommen, hat mich zu einem Haus geführt mit zwei Eingängen. Er wird das bei jemandem versuchen zu verkaufen. Und ich wartete unten. Und in das war der Mann natürlich bei der Anstiege verschwunden. Ich hatte nicht einmal Geld für Zigaretten. Jetzt bin ich nach Wien zurück und da haben diese politischen Unruhen begonnen. Dollfuß führte Kanonen auf in der Stadt. Das war fürchterlich. Meine arme Mutter konnte es nicht verstehen, dass man in Wien schießt auf Arbeiter. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Und dann ist sie krank geworden und das war bald bei was sie erlöst. Und ich war so entsetzt über dieses Verbrechen, dass ich aus Wien weg nach Prag gegangen bin. Dort habe ich bald Masaryk kennengelernt, der mich sehr gerne gehabt hat. Ich musste ihn malen und ich war immer mit ihm zusammen. Wir haben sehr viel über Comenius gesprochen. Comenius war unser Band, das uns eigentlich verbunden. Er wusste von meinen Bestrebungen für die Schule, für das Sehen. Er war ja Mährer, er war nicht Tscheche. Als Mährer wusste er natürlich von den Mährischen Brüdern die ganze Geschichte, die ich ebenso gut kannte. Und das war ein wirklich inniges Verhältnis. Und dann kommen langsam die Stürme, die Hitlerstürme. Ne? Schon merkte man die. Ich habe ein Plakat gemacht für die baskischen Kinder. Das wurde nicht nur in Prag, auch in Brünn, in allen großen Städten affischiert. Und dann hat sie die tschechische Polizei abreißen lassen, aus Angst vor Herrn Hitler. Aber in der Nacht haben es die jungen Burschen wieder aufgegeben. Aber ich habe gesehen, das wird immer ärger. Aber ich wollte mit meiner Neugierde, ich wollte unbedingt das durchsetzen, bis zum Ende das erwarten und sehen, wie weit es noch gehen kann. Ob die Menschen wirklich so feig sind und sich so viel gefallen lassen, sich so schnell einschüchtern lassen. Im letzten Augenblick fast haben wir von einem unbekannten Kanadier
zwei Tickets bekommen für den Flug nach London. Ich hatte kein Visum, ich habe mich ja nie gekümmert. Geld durften wir auch keins mitnehmen. Mit meiner jungen Frau, die das durchgesetzt hat, nach London geflogen. Dort war eine böse Zeit natürlich, ich war unbekannt in London und auch keine Freunde gehabt. Und dann habe ich mich geängstigt und Schicksal meines Bruders in Wien, bei dem die Polizei nach mir gesucht hat, und in Prag meine Schwester, die auch nicht beliebt war, weil sie ja nicht tschechisch geboren war. Es war damals eine starke Welle des Nationalismus. Und ich war wirklich krank geworden in London. Und ganz ohne Möglichkeiten. Und trotzdem, ich wusste, der Krieg hat dann begonnen. Und ich wusste, es wird Jahre dauern. Und ich habe mich nur gesorgt, weil ich dann am Morgen immer gehört habe, wie man die eine Stadt, die andere Stadt in Asche legt. Das konnte ich einfach nicht aushalten. Es waren in London Bomben natürlich. Es war die ganze Zeit Bomberei. Aber das war man dann bald gewöhnt. Aber dass man hört, dass anderswo ganze Städte niedergelegt werden. Und so, das konnte ich nicht. Da wurde ich so böse. Mich hat eigentlich nur die Ängste, das Schicksal der Kinder. Die Erwachsenen, das war für mich eine verlorene Welt, die Erwachsenen. Denn sie waren ja alle mehr oder weniger mit Schuld diesen grauenhaften Katastrophen, weil sie keine Voraussicht besessen haben. Und weil sie einfach, jeder hat sich gefühlt, als ob es ein Fatum wäre. Keiner hat revoltiert. Und da habe ich dann gedacht, was wird mit den Kindern geschehen? Ich habe ein Porträt gemacht von dem russischen Botschafter Maisky. Es war sehr unangenehm. Er war so schweigsam, hat immer nur die Times vor sein Gesicht gehalten. Ich konnte ihn kaum sehen. Nach einiger Zeit sagte ich ihm, die Rückseite habe ich schon gelesen. Bitte drehen Sie es jetzt um. Jemand hat für dieses Bild eine ziemlich große Summe, ich glaube 1000 Pfund waren es damals, bezahlt. Und ich habe dieses Geld dann gestiftet für den. Ich wollte von einer solchen, bei einer solchen Angelegenheit, bei einer solchen Aufgabe nicht Geld verdienen, ne? Wo ich sehr wichtig gebraucht hätte. Und da habe ich dann dieses Geld für das für Stalingrad, für das Krankenhaus gestiftet, für beide, mit der Bedingung, dass sowohl die Russen als auch die gefangenen Deutschen, die kranken Deutschen gepflegt werden sollen. Ob es geschehen ist, weiß ich nicht. Grauenhaft war für mich natürlich auch, wenn ich dann gehört habe, dass man Dresden zerschossen hat. Heute übrigens gibt es immer wieder Briefe in den englischen Zeitungen, wo man das sehr bedauert und sehr bereut und es für ungerechtfertigt findet, auch militärisch, denn Dresden war ja keine militärische Station. Es war ein Bahnhof, aber sonst nicht. Aber die ganzen Flüchtlinge aus dem Osten, die wurden natürlich, die waren dort in den Wäldern rund um die Stadt, die wurden alle einfach verbrannt. Das war. Also ein Verbrechen nach dem anderen. Da habe ich gedacht, die Menschheit ist närrisch. Und man kann nur noch die Kinder retten. Ne? Mit der menschlichen Gesellschaft überhaupt wäre es vorbei. Da habe ich dann gedacht, als Maler, man kann doch nicht dann so schön Bilder malen, freundliche Bilder. Oder? Man muss doch das Bild benutzen als die Aussage eines Bildes. Man muss es den Leuten vorhalten, ein Spiegel vorhalten, eine Geschichte. Und da habe ich dann angefangen, nachzudenken, wie kann man ein episches Bild, die Geschichte des Menschen, wie kann man dem eine Form geben, wie kann man das gestalten? Und da fiel mir ein, dieses alte Lieblingsbild, das in München hängt, von Altdorfer, die Alexanderschlacht. Ich möchte es nennen, ein humanistisches Bild, so verschieden von Soldatenbildern. Ich darf es vielleicht beschreiben, wenn es mir gelingt. Die untergehende Sonne, die ganze Firmament erhält. Eine brennende Stadt, die belagert wird, Ausfälle. Und der Heerhaufen rechts, der Siegreiche mit Alexander dem Großen, klein wie eine Stecknadel. Auf der linken Seite, durch einen Engpass, die fliehende Masse der geschlagenen Armee mit den Prinzessinnen und dem Tross. Und der fliehende Darius in seinem Kampfwagen.
und merkwürdig ist jetzt, was mich so ergreift. Der Kopf wendet sich zur untergehenden Sonne, ein Besiegter. Und der Blick, plötzlich ist der Blick die Hauptsache, als ob das ganze Riesenbild mit dem Firmament, mit der Sonne, mit dem Ozean, mit den Kämpfen Tausende von Menschen. Und der Blick, das ist das Ergreifende. Plötzlich merken Sie es selber. Sie sind's. Es geht Sie an. Und das Bild ist gut, sonst immer Licht, Bewegung, Raum, alles. Aber hier ist noch etwas, ein viertes Element. Das Ich und Du, das spricht einen an. Und so geht es jedem. Plötzlich ist, man ist verloren, aber man kann nicht aufgeben. Und das hat mich so getroffen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich das, was ich auch malen möchte. Wenn ich jetzt, es war noch in London, hat mir ein Freund einen Auftrag gegeben, für ihn ein Deckenbild zu malen. Und ich schlug vor, die Geschichte des europäischen Menschen, das ist dieselbe Geschichte. Mit meinem Griechen Prometheus, der das Licht stiehlt und damit so viel Unglück zur Welt bringt, wenn man es falsch verwendet. Ne? Und ich habe die ganze Geschichte der europäischen Menschheit auf dem Bild erzählt. Ich war aber nicht zufrieden noch. Ich wollte ein anderes Bild noch. Denn ich habe immer, in meinen Landschaften war dieselbe Geschichte immer. Ich wollte das Organische, das Werden, das Wachsen einer Stadt. Endlich war der Krieg vorbei und ich bin zurückgekommen nach Europa. Hamburg war eine der ersten Städte. Ja, auch Hamburg habe ich doch immer so gern gemalt. Der Hafen. Der Hafen, das ist doch eine Stadt. Der Hafen selber mit den Schiffen. Eine Bevölkerung auf Schiffen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt macht man das richtige Bild. Ich wollte es auch für junge Studenten, für Studierende, für die Jugend malen, ne? Die Thermopylen. Was ist das Thermopylen? Das ist auch wieder so eine, vielleicht ist es die richtige Lösung, ein episches Bild. Auf diesem Bild sehen Sie wieder den europäischen Menschen. Die Hauptfigur ist der Mensch, der sich nicht entscheiden kann. Der Zauderer nenne ich ihn immer. Dann ist eine andere Figur der Verräter. Dann ist eine dritte Figur der Alte, der einzieht, der Philosoph, der versteht, warum das alles geschieht, weil die Menschen nicht die richtige Erziehung haben, weil die Menschen nicht denken können, weil sie nicht Zeit haben, dass sie denken, einsehen lernen, was sie treiben. Und die vierte Figur ist die Hoffnung, der Apollo, junge Apollo. Ne? Und das ist alles im Gewühl des Kriegs und die Mörder und die wichtigste Figur für mich aber ist die Freiheit. Eine nackte Frauenfigur, da habe ich gelernt von Barock, von den Illusionsmalern, wie man durch bestimmte Perspektiven eine Figur so darstellen kann, dass sie sich dem Beschauer, dem einzelnen Beschauer zuwendet, wo immer er steht und ihm die Hand reicht. Das ist für mich eigentlich auch eine Lösung gewesen, wie man die Freiheit darstellen könnte. Es gibt keine Freiheit für alle als Prinzip. Es gibt nur die individuelle Freiheit. Die muss man erkennen, die muss man sich erkämpfen, für die muss man leben. Und sie reicht dem Einzelnen die Hand. Ähnlich wie mein großes Vorbild Amos Comenius, der auch 40 Jahre auf der Wanderschaft verbracht hatte. So bin auch ich am Schluss in meine Heimat zurückgekommen und wollte dort für die Jugend eine Schule machen. Man hat mir die Festung in Salzburg zur Verfügung gestellt, also Räume, Teile davon. Und da hatte ich, ich wollte nicht eine Akademie im üblichen Sinn machen, die ich war gleich sehe. Immer da gerade das lernen, was Mode ist. Oder nach einem Rezept arbeiten. Ich wollte junge Menschen um mich sammeln, denen ich das geben wollte, was ich selber gebraucht habe und wovon ich bis heute womit ich mich selber aufrechterhalte. Verbinden die Vergangenheit, die geistige Geschichte des Menschen, der europäischen Menschheit und das momentane Erlebnis, das individuelle Erlebnis. Wenn man das verbinden kann, dann weiß man ungefähr, dann kann man auch verstehen, warum Kunst so wichtig ist als Dokumentation. Die Schrift, die Sprache, die verändert sich. Aber das Bild, das können wir lesen, und wenn es 10.000 Jahre alt wäre.
Ich habe die Schule mit Absicht genannt Schule des Sehens, weil es ja auch keine Akademie war, wo man malen lernen sollte. Das kann man nicht nennen in so kurzer Zeit. Da braucht man lange, lange, lange Zeit und Tradition. Sehen kann jeder lernen. Ich habe Modelle genommen, die verstanden haben, sich zu bewegen, kleine Geschichten zu spielen, kleine Schauspiele. Und das musste man im Moment erfassen. Und zwar mit Wasserfarben, nicht zeichnen vorher, sondern mit Wasserfarben. Denn Wasserfarben kann man nicht korrigieren. Wenn man sie überschmiert, sind sie tot. Meine lieben Schüler haben in der ersten Woche geweint, weil es zu schwer war. Nicht? Die meisten hatten ja keinen Vorunterricht. Und in der letzten Woche haben sie wieder geweint, weil es vorbei war. Aber es war merkwürdig, wie schnell alle, ohne Ausnahme, das erfassen konnten. Ich habe sie eigentlich wieder zurückgebracht zu dieser natürlichen Einstellung, wie sie ein Kind hat. Auch ein Kind malt erst nichts. Das Zeichnen ist eine Abstraktion. In Linien etwas darzustellen, das ist schon eine Abstraktion. Und ich habe immer wieder gesagt, Malen ist so wie Leben. Leben ist kein Stillleben. Das Leben ist kein Kinderspiel. Das Leben ist so riskant. Das Leben ist ein lebensgefährliches Experiment. Was wir heute unter Experimentieren verstehen, ist ja dumm. Ist ja nur kommerziell. Aber lebensgefährlich. Das Leben endet für jeden mit dem Tod. Also müsst ihr es packen und ihr müsst es erfassen und ihr müsst es genießen. Aller Unterricht kann nicht mehr und nicht weniger als ein Anschauungsunterricht sein. In der Erwartung, dass dieser oder jene junge Mensch die Botschaft des Lebens als sein innerstes Erlebnis erfährt, was ihn erst der Gabe, mit eigenen Augen sehen zu lernen, bewusst macht. Dass das Leben riskant ist, das ist kein Grund zur Tragik. Normalerweise endet es mit dem Tod. Nur in der Akademie Française sitzen Unsterbliche. Jedoch, dass einer das Risiko des Lebens bewusst mit offenen Augen sehen lernte, das Unerforschliche, vermenschlicht in der Gestaltung, dann wird es vorstellbar und verliert so seine Schrecken.